Hallo, ich grüße dich. Ich habe dich heute mitgenommen an den Rhein. Es ist richtig herrlich hier. Und deswegen sitze ich heute hier. Ich habe mich gefragt, welchen Impuls ich habe. Ich habe viele, viele, viele Impulse. Und etwas, was heute im Gespräch mit einer Freundin Thema war, greife ich auf. Und das ist auch Thema meines Lebens der letzten, ich weiß gar nicht, 6, 8 Jahre. Das Suchen, das Finden. Mein Weg zu mir war lange, lange, lange. Also in diesen 6 Jahren war das eigentlich das Hauptthema, mein Weg zu mir. Und ich habe festgestellt, ich bin wirklich angekommen. Und das fühlt sich richtig gut an, richtig stimmig, richtig, richtig. Und die Freundin von mir fragte mich, wenn sie so die Menschen um sich herum sieht, jeder sucht. Und macht noch einen Kurs hier und liest noch ein Buch da und macht noch eine Behandlung hier und noch ein Reading da. Und sie sagte, ist es nicht so, dass das, was wir suchen, wir nie im Außen finden können? Und da hört sich an, als wären da ganze Gänsescharen. Dabei sehe ich nur eine der Fliegen. Ich nehme an, die sitzen am anderen Ende des Ufers und machen Party. Ja, das Suchen im Außen. Viele, viele, viele. Und oft anders, oft. Oder am Anfang, wie auch immer. Also ich kenne das auch, dieses Suchen im Außen. Nach den Antworten, was auch immer die Antworten sind. Und nach außen richten, nach außen orientieren, im Außen suchen, lässt dich nicht diese Ruhe und diesen Frieden finden. Ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, ich spreche jetzt nur von mir. Für mich war der Weg zu mir, führte durch mein Innen, durch Erkenntnisse, durch Aufarbeitung meiner Kindheit. Durch Erkennen, dass in der Kindheit überhaupt was war, was aufgearbeitet werden musste. Damit es mir besser geht, damit es mir gut geht, damit ich in Frieden bin. Dieses Umsetzen der Erkenntnisse, dieses Ja zu mir erstmal sagen wollen, die Option überhaupt erstmal sehen und auch immer wieder in jeder einzelnen Minute, immer wieder im Alltag mich orientieren und mich für mich entscheiden. Das Erkennen, dass das rein gar nichts zu tun hat mit Egoismus. Sondern mit nach Hause kommen. Und ich hatte ja neulich schon in einem Artikel, den ich geschrieben habe, hatte ich von Kreisen erzählt, die sich schließen. Das war vor 2 Wochen. Und ich habe heute erkannt, dass ich noch ein weiterer Kreis für mich nicht geschlossen hat. Er kam. Er wurde rund, es geht aber weiter. Es ist wie so eine 8. Wie gesagt, ich hatte mich vor Jahren auf den Weg zu mir selber gemacht, meinen Weg zu mir. Und letzte Woche sagte ein Mensch zu mir, Welcome home. Er wusste gar nicht, dass ich diesen Weg zu mir, dass das für mich so ein Begriff ist. Für ihn bedeutete das, was ich auch gefühlt habe. Ich bin ganz in mir angekommen.
Und das wünsche ich wirklich jedem Menschen. Und ich wollte gerade noch was sagen. Ach ja, im Englischen sagt man, allerdings eher mit einem negativen Beigeschmack, somebody is full of himself oder herself. Das heißt, es ist eher frei übersetzt ist, wenn man dann sagt, dass jemand überheblich sei. Ich fühle diese Fülle in mir. Dieses, dass ich voll bin mit mir selbst, dass alles, was mich ausmacht, in mir ist. Dass da nichts mehr fehlt. Und dass da zugleich Raum ist für mehr. Oh, das ist so ein, so etwas Tolles. Und ich wünsche dir, dass du immer voller wirst mit dir selbst und immer mehr bei dir ankommst und irgendeinmal, tolles Deutsch, und wirklich sagen kannst, ich bin zu Hause. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Tag, eine gesegnete Nacht. Mein Name ist Iris Ludolf, ich bin Friedensberaterin für den Frieden in dir und im Alltag. Ciao.